Hallo, herzlich willkommen, hier ist Deathrow und herzlich willkommen, meine wundervollen Zuschauer, zu einer weiteren Folge Sons of the Forest. Wir sind in der Höhle mit dem Nachtsichtgerät gelandet. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Wir bauen mal... Der Stock ist weg. Und hier ist tatsächlich noch eine Tauchpassage. Da gehen wir doch direkt mal gucken. Okay, vielleicht sollten wir einmal... Wir haben zum Glück ein bisschen... Wir können uns einen normalen Health-Mix, glaube ich, machen. Der würde reichen, glaube ich. Und dann müssen wir... Nur Weidenröschen... Nee. Schachtelhalm denn? Nee. Was ist denn das? Das ist wieder, Aloe Vera und ist so Schafgarbe, okay. Interessant. Das ist ja eine normale Gesundheitsmischung dann. Die müsste uns... Alter, bleib mal ruhig. Ja. Wenn wir davon dann mal... drei Stück machen. 1, 2, 3. Weil die können wir, glaube ich, dann ja auch dreimal tragen wahrscheinlich. Würde ich mal schätzen. Machen wir gleich die dreimal. Genau. Können wir hier unsere Wasserflasche auffüllen? Ja. Mein Gott. Ey, komm, warum kannst du nie in der Höhle das Wasser auffüllen? Macht doch nicht mal Sinn. Weil ich gehe... Nee, ich bin geprickt. Ich bin gebranntes Kind. Was das angeht, ohne Wasservorräte... in diese Shit-Höhle reinzugehen. Toll. Aber hier ist fließendes Gewässer an der Nähe. Aber das mache ich nicht nochmal. Es ist zwar schon ewig her und da sitzen wir immer noch in den Knochen. Dass du einfach dieses Felsquellwasser in der Höhle nicht trinken kannst, Mann. Das ist doch nicht normal. Ich meine, bei manchen Gewässern, Salzwasser und so, ist klar, kannst du nicht trinken. Das würde dich einfach krank machen und umbringen. Aber das Quellwasser, was da irgendwie an den Wänden runterläuft, was soll daran denn schlimm sein? Okay. Dann hat sich das hier auch noch gemütlich gemacht. Das wird ja dann die neue Höhle sein. Hey, das kenne ich. Das wird mit mir auch schon richtig oft jetzt gemacht. Das ist nicht cool. Ich hoffe, er kann den Sauerstofftank einfach wechseln, während... während wir am Tauchen sind. Wir gehen so langsam in den, ich will jetzt nicht sagen kritischen Bereich, aber es ist schon, ja.
kann so schlecht gucken. Ich glaube, hier geht's. Ja, ich sehe Wasseroberfläche. Ich weiß nicht, das Ding sieht irgendwie. Das Einzige, was gut ist, halt, dass wir Pfeil und Bogen benutzen können. Das sieht irgendwie aus, als hätte der. Da kamen wir her, ne? Jetzt müsste er die Linsen mal sauber machen, das ist doch nicht normal. Das ist mir zu dunkel. Tatsächlich. Das Feuerzeug. Ja, warte mal. Ohne das hier. Ja, okay, du kannst weiter gucken mit dem. Man hat schon ein bisschen bessere Orientierung. Der Schatten nervt halt richtig von dem. Wie kamen wir durch? Hier ist tatsächlich Licht. Leuchtet das denn so, das Gerät oder was auch immer es sein soll? Was zur Hölle ist das denn? Also ich denke mal, das ist das, wo wir eben waren. Stimmt's? Hier kommt jetzt einfach nach rechts wieder das Wasser. Ja, okay. Haben wir auf jeden Fall schon mal Orientierung. Hier kann man noch nach rechts gehen irgendwie. Also von da aus sind wir im Prinzip gekommen, aber ist hier echt gar nichts. Ein Loot oder sowas. Diese riesige leere Höhle. Und was da hinten gekommen ist, das weiß ich aber auch nicht. Das sah auch ganz merkwürdig aus. Da ist auf jeden Fall. Ich glaube, dass es ein grauer ist. Okay. Hier ist einfach neben uns ein Grauer. Mann, lass mich bitte in Ruhe. Ich hoffe, es ist hier alles voll. Hau ab. Das kann nicht sein, Alter. Er hat ihn genau in die Fresse okay. Auf. Mann, ich hasse es. Alter, ich wollte schon sagen, Alter, das war ein Kopf. Aua. Wo ist der andere hingegangen? Muss mal kurz irgendwie. Ich hab an der vorbeigeschossen. Oh ja, wir können. Eine Mutantenrüstung holen. Doch an der einen vorbeigeschossen und hat irgendwie in die Wand geschossen oder so. Vielleicht ist es auch Quatsch, nee, da vorne. Okay. Also. Ich würde am. Ey, das sieht so verschwommen aus. Wir müssten ein bisschen diesen Grain-Effekt oder diese Filmkörnung, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Das wäre echt cool, wenn die noch ein bisschen runterdrehen. Weil es ist schwer zu ertragen. Ich meine, okay, du hast ein bisschen mehr lang. Was ist das? Das sieht absolut nicht täusche ich mich, das sieht doch anders aus als sonst. Ahnung. Ich sehe den nicht mal mehr. Ich weiß nicht, ich bin da kein Fan von dem Ding hier. Ja, ist klar, ey.
Mann, jetzt hör doch auf. Ey. Verarschung? Ja, ist klar, Alter. Aha, wir haben auch keine Pfeile mehr. Jetzt lad nach. Sei nicht so ein Affe. Bring die dich gleich um. Das war der erste. Bleib liegen. Alter, die gehen hart auf den Sack, Mann. Oh mein Gott. Wieder, ich weiß nicht, alle meine Pfeile an zwei Gegnern verschossen, Alter. Das ist auch so richtig übelst nervig. Bleib jetzt auch direkt beim Revolver, Alter. Das geht mir zu hart auf den Senkel mit dem Bogen. Zudem, dass er auch aussah, als wäre das nicht. Also als wäre das nicht mehr so. Als wäre das Ding nicht mittig. Aber vielleicht ist das auch irgendwie eine optische Täuschung oder so. Aber es sieht so absolut komisch und weird aus, wenn man das Nachtsichtgerät auf hat und mit dem Bogen schießen möchte. Mich ärgert das auch, dass wir. Ich wünschte, wir hätten Kelvin. Er könnte uns die Pfeile finden. Ich habe hier so oft daneben geschossen, einfach. Wir haben Nachtsichtgerät, wir können die trotzdem nicht finden. Ja, teilweise despawnen die auch nach 3 Sekunden irgendwie gefühlt. Ich hoffe, wir haben genug 9mm Munition. Was zur Hölle ist das? Achso, wir sollten vielleicht einmal kurz. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Es sieht ja aus wie fast das Metall. Oh nö. Mann, ist das ein Scherz, blödes Baby. Da unten. Ist da irgendwas? Nö. Weil. Ja, bitte, Babys. Es tut mir leid. Nein, das ist die Mutter. Boah, Alter, das blendet dich. Ich glaube, ich habe sie getroffen. Ich glaube, es ist nur noch ein Baby oder so. Oder zwei vielleicht. Ja. Okay. Irgendwo ist noch eins. Oder? Kann ich bitte meinen Pfeil wieder haben? Danke. Kann man die auch unter Wasser irgendwie zumindest ging das vorher einmal. Hallo? Alter, man sieht doch so überhaupt nichts.
Da eben, da wird es angezeigt. Ja, wie soll ich das denn machen, wenn ich damit mal rankomme? Ich krieg ihn ja gleich mal da weg. Los. So. Okay. Jetzt haben wir nochmal richtig viel. Ja, das sieht auch aus wie dieses Metall hier, ne? Also, ich dachte, es wäre Pyrit, aber vielleicht ist es auch irgendwie Bronze oder tatsächlich Gold. Ich weiß es nicht. Und die Bronze kann es ja nicht sein, wenn das Kupfer. Die Bronze wird ja nicht so einfach an der Wand vorkommen. Das ist natürlich Quatsch. Okay, was haben wir noch was zu essen? Raw Fleisch. Vielleicht dann einmal kurz ein Feuer machen. Fleisch drauf haben. Wow. Ist er schon fertig? Ich weiß es nicht. Okay, es war einfach verbrannt, aber... Du bist müde und du bist durstig. Ja. So ein Fluss lang gehört. Was fehlt uns noch an Gegenständen? Eigentlich nicht mehr viel. Es fehlt uns noch... Hier, da gehen wir einmal nicht lang. Fehlt uns ja eigentlich nur noch das... Fernglas. Oder? Jetzt, von dem ich weiß, dass es uns fehlt. Ich weiß ja nicht. Zum Beispiel Feuerwehraxt habe ich vorher noch nie gehört, dass es eine gibt oder so. Wusste ich überhaupt gar nicht. Also, könnte durchaus sein, dass wir noch irgendwelche Gegenstände halt auch finden, die ja nicht unbedingt bekannt sind. Hier ist ja auch gar nichts. Offensichtlich. Einfach nur. Warum leuchtet das denn so komisch? Das verstehe ich nicht. Hier kommen wir, kamen wir her, ne? Ja. Wieder müssen wir ja darüber. Hier im Dings war ja nichts mehr. Okay, der macht das Ding auch gar nicht an. Ist vielleicht zu niedrig oder so. Dann müssen wir hier lang. Ey. Ich mach dieses mit Stock rumlaufen, wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn irgendwie nachzuspielen. Das macht mich aggressiv. Okay, warte, ich habe irgendwie die Vermutung. Wie viele Kugeln haben wir eigentlich für die? Aha, da, ja, ich wusste es. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es einfach. Ja, los, kommt ruhig her, kommt her. Hä?
Mann, was ist das? Wusel. Ist dein Ernst? Ich schieße anscheinend mit Gummibärchen. Wir haben jetzt ein paar Mal geschossen. Vielleicht 10 Mal. Wir sind aber auch voll, was Rüstung angeht. Fast. Eine Platte fehlt uns noch. Batterien haben wir, glaube ich, auch. Ah, gut, haben wir noch ein paar. Weiß nicht, ich glaube, ich habe da vorne noch einen gesehen. Ich würde auch mal gerne, haben die dieses erste Artefakt? Also das zweite Artefakt war ja, glaube ich, diese Tafel, diese Steintafel. Das erste Artefakt ist ja so ein, das sieht ja fast aus wie so ein Steinturm oder sowas, so eine Skulptur. Und das sieht ja so aus, als wäre die draußen gewesen, aber... Bricht das hier gleich alles zusammen, oder? Wie sind das hier... Ah, doch. Sieht so richtig gut aus. Wenn man was sehen könnte. Das sah ja so aus, als wäre das draußen gewesen. Ich frage mich, ob die das... Also, ob man es draußen irgendwie finden kann, oder ob die das weggebracht haben und reingebracht. Was zur Hölle? Ist das der Ausgang? Alter, ey, eins von beiden, Mann. Weil sonst funktioniert das nicht, du Schlaukopf. Also die Höhle ist jetzt hier ein Ausgang von irgendetwas. Sehe ich das richtig? Oder können wir da irgendwie mit der Seilpistole rüber? Boah, ich dachte, dieses Ding ist ein... Und das macht mich irre. Ja, guck mal, man sieht mit dem blöden Ding, sieht man nicht mal den Turm. Ja, den Punkt. Weil er will da ja auch nicht reinballern. Nee, will er nicht. Toll. Oder kommen wir da? Habt ihr das gesehen? Man wird... Guck mal, das ist so, als würde ich so einen Aim-Punch bekommen, aber einen übelst heftig. Also, dass ich komplett... Einfach sich meine Maus komplett einmal um 180 Grad dreht oder auf jeden Fall um... Guck. Ah, okay, das ist wieder so ein Rutschding. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich hier... Ich weiß nicht, wie tief in diese scheiß Höhle reingegangen. 20 Minuten lang. Um herauszufinden, dass der Ausgang von einer anderen Höhle ist. Das Einzige, was positiv an der Geschichte ist... Ist, dass wir... Ja, eigentlich ist nichts positiv. Doch, wir haben Mutantenrüstung, das kann man als positiv verbuchen.
Ansonsten war ja nicht mal Loot drin oder irgendwas. Also ich hoffe, dass der andere Teil der Höhle, wo man denn von dem aus man hier landet, wesentlich cooler ist als das hier. Das sieht cool aus und alles, aber außer hier ein paar Knochen und ein Schädel, haben wir hier irgendwas gefunden? Ich glaube nicht, ne? Nicht mal eine Kiste oder so. Mann, Leute. Wenigstens haben wir ein Nachtsichtgerät nochmal gefunden am Ende. Ganz ruhig, tief einatmen, tief ausatmen. Genau, ist doch alles halb so wild. Ich dachte, das wäre ein Pfeil von mir. Jetzt sind wir schon wieder am Anfang eigentlich. Und hier war ja nix, hier war nix einfach. Mann, raste doch nicht so aus. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier wieder raus. Hier war nichts. Ich hoffe, er kann das wechseln. Alter, behalt mal hier die Orientierung. Okay, ja, das kennen wir. Und die Geräusche kennen wir auch. Vor allem unter Wasser. Ah, okay, er kann. Das wollte ich nämlich gerade noch testen. Was passiert, wenn wir den Sauerstofftank leer atmen? Was sagt die Uhr? 6.36 Uhr. Wunderschön. Mann! Das ist ein bisschen nervig, dass es manchmal nicht angezeigt wird. Okay. Wir können jetzt nochmal zu der Höhle da fahren. Weil ich meine, warum nicht? Da waren wir. Das ist auch nicht die. Nee. Schaufelhöhle ist ja die vorne. Da hat er sich kurz festgefahren. Okay. Wir sind müde. Eine alte Heususe. So. Das Ding ist der Hit. Das Night Five. Ah, das ist ja schon. Aua. Aua. Das hat weh getan. Ja. Bam. Als ob ein wildes Tier sich so aufs Eis legt, weil es so richtig schön warm da ist, oder? Wow, wow, wow. Wow, was ist... What? Zeig nochmal bitte. Für die Rückseite nochmal lesen. Oh, toll. Können wir ja sagen, was da stand, wenn ihr das pausiert. Sons of the Stars. Die haben also Selbstmord hier begangen. Und das sind so eine Sektenverrückten. Ach, guck mal an.
Das Ding ist, ich kann ja jetzt nicht schlafen gehen. Weil... Und jetzt nicht direkt nach irgendwie 1 Meter Rutsche, oder? Das wäre richtig nervig. Dann sollten sich vielleicht mal überlegen, so irgendwie die Ausgangshöhlen, ob man die irgendwie von der... Ja, so dass man halt nicht diese Situation hat, die ich gerade hatte. Also wenn jetzt in der Höhle echt gar nicht viel drinne wäre... Oder gar nichts? Hier ist einfach nichts drin? Okay, warum war die denn abgeschlossen? Also auch zugemacht. Achso, ich bin auch ein Dursel, Alter. Ich sammle noch Sauerstofftanks ein. Da fragt mich nicht warum oder was. Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt echt, wenn wir jetzt unmittelbar dann direkt in diese Rutschsituation schon reinkommen. Warum haben sie hier so viele Leute mit Steinen reingeschmissen? Die lieben das, das zu machen. Das mit den Steinen. Das machen die bei mir auch immer. Ich dachte, ich wäre der Einzige. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Darf ich ja noch? Noch ein Wer? Hä? Au! Das ist festgebackt gewesen. Ja, die müssen unbedingt dieses Rauschen noch ein bisschen reduzieren. Weil du hast ja schon eingeschränktes Sichtfeld. Und das ist fast so schlimm, dass ich lieber das Feuerzeug benutzen würde. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Weil man sieht halt trotzdem fast nichts. Ich habe hier irgendwo einen umgebracht, aber ich kann ihn nicht sehen. Ich wette, wenn ich mein Feuerzeug jetzt raushole... das Ding hier wieder ablege. Nicht eher erkennen, wo der Typ war. Das meine ich halt. Es ist ein bisschen unvorteilhaft, sage ich mal. Ich schätze mal, so soll es ja nicht sein. Das ist ja dasselbe wie mit der Fackel. Du bist unter Wasser, du kannst kein Feuerzeug unter Wasser eigentlich benutzen. Hallo. Ja, von mir ist auch tragen, ist mir egal. Ja. Rüstung und... Mann! Oh! Da, so. Okay, die Rüstung haben wir auch. Weil ich benutze lieber das Feuerzeug, weil ich mehr damit sehen kann. So, das ist doch Quatsch. Und das Feuerzeug verbraucht nicht mehr irgendwas. So, das hat man endlos. Dann sollen die wenigstens die Fackel auch so hell machen wie das Feuerzeug, damit ich die Fackel wenigstens benutzen. Das Nachtsichtgerät. Ja, es ist gut, wenn du den Raum einschätzen willst, um zu gucken, so wo geht es wohin, wie ist der Raum so aufgebaut, weil
Hier, guck mal, da geht's nämlich runter, wahrscheinlich da, wo wir. Ich schätze mal da, wo wir eben hergekommen sind. Hier ist noch irgendein anderer Weg. Gucken wir einmal. Batterien. Tabletten, Energies. Ein Solarpanel. Druckerharz haben wir aber voll. Der hat eine Sonnenbrille auf, das ist aber auch ungewöhnlich. Hier in der Höhle. So, das war's aber jetzt hier dann anscheinend auch. Hier ist das Druckerharz, ja. Aber wenn das jetzt alles war, dann bin ich hart enttäuscht. Also nicht von der Höhle an sich, aber ja, dass man erst, ne, ich habe jetzt irgendwie 20 Minuten den Ausgang erforscht und das habe ich jetzt nicht mal 10 Minuten, weil ich musste ja erstmal von da auch hierher kommen. Und hier war ansonsten nichts, das ist jetzt wieder das, ne, sind zusammen rumgelaufen. Ja. Weil das ist ein bisschen nervig. Aber ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist das ja auch Zufall, dass da die Rutsche lang geht. Also da war das. Hier sind wir reingetaucht. Hier geht es nicht noch irgendwo lang, oder? Nicht so wirklich. Nee, nicht wirklich. Okay. Oh, Alter, ihr müsst Kelle. Nee, es ist nicht das, wo wir eben waren. Das ist nicht das, wo wir eben waren. Zum Glück. Ich war schon richtig betrübt. Das hätte ich voll doof gefunden. Hier unten ist es offensichtlich nicht. Rettungskräften. Was ist da unten wirklich nichts? Guck mal nach. Ne, sieht echt nicht so aus. Ne. Okay. Ein paar Rettungskräften. Moment mal. Hier hat sich einer erhangen, wunderschön. Hier sind noch mehr von diesen Sektenleute. Hier sind mehr Sektenmitglieder. Die alle anscheinend. Was zur Hölle war das? Komm. Aber jetzt auch noch so eine Sektenleute dazu kommen. Das ist ja schrecklich. Was ging denn hier auf der Insel ab? Ist ja eine gestörte Sache nach der anderen. Vier Leute tanzen rum. Der eine hat irgendwas in der Hand. Und da oben ist ein Ei. Was habt ihr hier gemacht? Das ist ja auch noch. Oh, cool. Das schockt. Das gefällt mir. Okay.
Okay, waren jetzt aber auch nur zwei Kisten. Das ist jetzt aber auch nicht die fetteste Ausbeute. Die sind ja auch... Oh mein Gott! Also ich habe so ungefähr 75 Mal daneben geschossen. Mann! Ich weiß nicht, ob ich so oft daneben geschossen habe. Ich glaube eigentlich ja. Alter! Alter, das sind keine normalen. Weil den habe ich jetzt auf jeden Fall getroffen. Ich dachte schon vorher, ich habe ihn immer nicht getroffen. Aber ich glaube, ich habe ihn doch getroffen. Der ist nur so... Das sind, glaube ich, Boss. Das sind Bosse. Okay, der ist down. Weil ich glaube da... Ich glaube auch, die haben gemeint, in dem Cave-System ist noch ein Boss drin, ne? Ich dachte, das wäre generell ein... Ich dachte halt, das wäre generell irgendwie ein neuer Endboss oder so. Aber das scheinen ja die jetzt gewesen zu sein. Absolut gruselig. Okay. Ich frage mich, was mit den Sektenleuten ist. Das ist doch merkwürdig. Da finde nur ich das komisch. Dann geben wir uns hier nochmal... Oh, wie viele haben wir denn? Vielleicht nicht 500 mal schießen müssen, war glaube ich ein ganz normaler. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass es vielleicht kein normaler ist. Da kamen wir her, okay. So wie jetzt. Jetzt finde ich halt zum Beispiel, um zu sehen... Ey, guck, du siehst nicht mal mehr den, den wir gerade umgebracht haben. Das ist... Wo? Oder ist der direkt despawned jetzt? Ich sehe ihn nicht mehr. Doch, da. Ey, super schwer zu sehen. Das Ding sieht halt aus, als wäre es übel zerdreckt oder so. Wenn die Sicht wenigstens ein bisschen klar... Weiß ich nicht. So minimals auch nur. Es muss jetzt nicht super klar sein, wie als wenn man halt ganz normal das halt das nicht so verrauscht ist, so überhaupt nicht. So 0% wäre halt auch zu übertrieben. Aber so ist es echt. Ja, es ist halt gut, um einmal zu gucken, wie ist der Raum so aufgeteilt, wo und Eingänge, Ausgänge. Und so Möglichkeiten, wo man lang gehen kann, aber dann, wenn man das gemacht hat, ist eigentlich Feuerzeug-Time. Haben wir ihn getroffen? Weil das Ding frisst auch noch Batterien, darf man ja auch nicht vergessen. Und das ist halt, finde ich, ein bisschen zu rauschig. Vielleicht bin ich auch ein Mecker. Ein Mecker-Hannes, der auf hohem Niveau gerne rummeckert, aber... Aber ich beschwer mich ja jetzt auch nicht über jeden Scheiß. Hey, da war doch irgendwas.
Er kriegt da Hunger, wenn er erst nur ein paar Leute umbringt. Sorry, Leute, dass ihr hier so festgebackt wart. Alter. Ich würde jetzt gerne noch einmal gucken, weil hier ging es ja auch noch lang. Was ist denn? Ist das ein Raumschiff? Absolut merkwürdig, keine Ahnung. Aua, irgendwas hat die von hinten gerade angegriffen. Der eine ist tot, der andere glaube ich auch. Der ist ja auch gerade gestorben. Angehört, ne? Okay, dann haben wir jetzt alle. Auf jeden Fall alle, die ich jetzt so auf den ersten Blick sehen konnte, bin ich ja angegriffen. Ja, für die Höhlen braucht man eigentlich schon eine Schusswaffe. Oh. Mit Bogen. Man ist so schnell durch mit der Munition einfach. Plus ganz oft die Spawn-Pfeile, man schießt daneben, man findet sie nicht wieder. Wenigstens mehr Pfeile hätte und so. Nicht dieses sehr strenge Cap von 20 Pfeilen oder 15 Pfeilen teilweise hätte, dann... Haben wir die jetzt alle? Okay. Dann würde ich mich vielleicht auch darauf einlassen können, aber so. Ich will jetzt. Ich schätze mal, dass wir hier oben wahrscheinlich da jetzt hinkommen, wo wir vorhin auch waren. Dass es so zwei Wege gab. Gott, mach dieses Ding aus. Mach's mich irre damit. Ja, hier, okay, dann können wir wieder zurück. Hier ist da, wo die eben festgebackt waren. Also das geht. Dass man hier immer rum, so einen rundum, so einen Rundgang machen kann. Oh, hier sind auch nochmal ein paar Sekten.
Oh ja. Batterien ist auch cool. Das ist für ein Baby, aber es war ein Stalagnit. Sind aber auch zum Verwechseln ähnlich. Okay. Wir laufen ja jetzt nicht hier ins Ende rein, ne? Kann ja nicht sein. Die haben das Ende nochmal abgeändert, dann wäre es unmöglich. Aber eigentlich glaube ich, das ist an den letzten Bunker angeknüpft. Hoffe ich zumindest. Noch mehr Sekten. Mensch. Oh nein, davon auch noch mehr. Wir haben keine Munition mehr, Leute. Die ist leer. Und jetzt sind wir richtig im Arsch.